Hallo zusammen. Wir sind hier auf Sardinien zur Pressevorstellung der neuen Suzuki V-Strom 800 DE. Es waren, wie ihr jetzt auch seht, die besten Dinge, die man sich vorstellen kann, um so ein Motorrad zu testen, weil auf Sardinien hat man perfekte Straßen mit Asphalt und natürlich unzählige Möglichkeiten, auch im Offroad das Bike auf Herz und Nieren zu testen. Wir hatten 2 Tage zur Verfügung, um wirklich das alles durchgehend testen zu können. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr überrascht, wie gut die Suzuki sich verhält in allen Verhältnissen. Gerade auf der Straße ist natürlich prädestiniert mit dem neuen Motor, 84 PS, ist wirklich genug Leistung, um auf solchen Landstraßen richtig angasen zu können. Es hat unheimlich Spaß gemacht, denn trotzdem, dass die Suzuki 230 Kilo schwer ist, vollgetankt, fühlt sie sich auf der Straße längst nicht so schwer an. Ist wirklich ultra handlich und macht extrem viel Spaß, damit so richtig anzugasen. Also ich hatte wirklich richtig, richtig Freude damit. Und das Einzige, was man vielleicht bemängeln könnte, aber ich denke, für die meisten ist das nicht so ein Problem, ist vielleicht die Schräglagenfreiheit, weil die Fußstraßen sind relativ tief angesetzt. Als wir dann ins Gelände gingen, war dann halt schon ein bisschen mehr Arbeit angesagt, weil eben genau die 230 Kilo sind nicht richtig prädestiniert, um so die ganz harten Offroad-Einlagen zu vollbringen. But wir waren mehrheitlich auf Landstraßen, also das heißt Landstraßen, auf Gravel Roads unterwegs. Und dort mit dem richtigen Einsatz macht es richtig Spaß, das Ding zu bewegen. Und einzig natürlich die Reifen sind natürlich auch ein bisschen limitierend, dann sobald es ein bisschen steiniger wird, das heißt größere Steine kommen. Aber trotzdem, es war einwandfrei. Und ich denke, ihr könnt euch freuen auf ein neues Modell von Suzuki, das richtig viel Spaß macht, unter allen Bedingungen, weil zum Reisen ist sie wirklich genial, weil eben der Motor macht so viel Freude, da haben sie richtig Energie reingesteckt, um was Tolles draus zu machen. Und ich denke natürlich zur Konkurrenz, Tenere und so weiter, KTM ist natürlich schon ein Unterschied, eben gerade vom Gewicht her, aber ich denke gerade 80-90% der Leute, die so ein Motorrad kaufen und das Interesse haben, so ein Motorrad zu kaufen, sind oder können sehr zufrieden sein damit, weil die Bedingungen, die sie suchen, bietet sie alles, die Suzuki, die es braucht. Und ich denke, wir werden noch viel von ihr hören. Das Motorrad wird natürlich jetzt näher vorgestellt im nächsten Motorsport. Das kommt nach der Motorradausstellung in Bern. Und da könnt ihr auch alle Fakten lesen, was Leistung, Drehmoment und so weiter anbelangt und auch den ganzen Fahrbericht dann, wo ein bisschen mehr Aussagen dazu kommen. Also freut euch darauf. Und ja, danke vielmals und bis bald wieder. Ciao.